Jetzt machen wir den Mangold Riesling Rahm. Mangold aus meinem heimischen Garten. Das ist ein bisschen roter Mangold. Es gibt verschiedene Sorten. Wir tun ihn immer sehr klein pflücken. Wenn er nicht so groß ist, dann können wir die Stiele drinnen lassen. Den Mangold, den Sie im Laden kriegen, der hat dann, da muss man die Stiele entfernen. Das muss man hier nicht. So, das Wasser kocht. Gebe ich auch ein wenig Salz rein, damit er schon ein bisschen Vorgeschmack kriegt. Und dann geben Sie einfach den Mangold dort rein. Das nennt man Blanchieren. Ganz kurz ins heiße Wasser geben und dann ins Eiswasser, dann behält er nämlich die Farbe und sieht immer nur so schön knackig grün aus. So, das war's schon. Und jetzt kommt er ins Eiswasser. So, jetzt lassen wir den kurz abkühlen. Wenn er abgekühlt ist, einfach rausnehmen und ausdrücken. Also die Flüchtigkeit muss richtig raus, spritzt ein bisschen, aber naja. So. Ist nie viel übrig geblieben. Zu Hause können Sie den hacken, weil meiner ist ja so klein, da brauche ich den nicht hacken, aber zu Hause machen Sie es, wie Sie es möchten, einfach mal drüber gehackt. Was wir jetzt dazu brauchen, ist ein bisschen Knoblauch, das wollte ich Ihnen mal zeigen, deswegen habe ich es noch nicht vorbereitet, wo man schnell mal ein paar Würfel macht, das ist einfach mal, drücken Sie mit der Dings drauf und dann ist er gleich klein gehackt. Das würde ich sagen, geht schneller als mit der Presse. Die Pfanne, ein bisschen heiß. Bisschen Olivenöl reingeben. Kann auch Butter nehmen, also es ist, wir machen viel mit Olivenöl. Jetzt gebe ich den Knoblauch dazu. Die Schalotten. Den Knoblauch ein bisschen aufpassen und den Schalotten, das verbrennt eben ganz schnell. Deswegen lieber ein bisschen kleiner anfangen mit der Hitze. Grund ein bisschen glasig werden lassen, anschwitzen. Nicht zu braun werden lassen. Den Mangold ein bisschen, also nie so als Klumpen reingeben, ein bisschen locker machen. Sie werden ja einen Löffel nehmen, wir schwenken ja alles in der Pfanne. Schalotten und Knoblauch nach Bedarf. So, wir würzen das ein bisschen mit Salz, weißen Pfeffer. So. Mir ist immer wichtig, der Geschmack vom Produkt, dessen mache ich nehmen mit viel Gewürzen und so. Und ein bisschen Muskat. Muskat ist immer wichtig bei sowas wie Spinat, Gemüse. Also ich mag es immer ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. So. Du musst mit ein bisschen mit dem Riesling ablöschen. Ein bisschen einreduzieren lassen, wir wollen ja nicht den Alkoholgeschmack haben. Wir wollen ja den Riesling-Geschmack haben. Deswegen lieber ein bisschen länger. Damit der Alkoholgeschmack verschwindet immer, sagt man immer so zwei Drittel einreduzieren lassen von der Flüssigkeit. Also wenn Sie einen Liter Wein nehmen, dürfen Sie am Ende bloß noch 300 Milliliter haben. 300. So, jetzt nach Bedarf. Also manche machen mit Sahne, ohne Sahne. Wir machen immer ein bisschen Sahne ran, weil es ein bisschen cremiger wird. Sämiger. Und dann auch nach Bedarf. Wie gesagt, wir haben jetzt diesen roten Mangold, da haben sie auch noch eine schöne Farbe. Das ist. So. Das war's. Den machen wir in die Mitte. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de